In Österreich ist die Donau ein Gebirgsfluss. Sie verliert auf 1 Kilometer Fließstrecke 40 cm Höhe und die Fließgeschwindigkeit beträgt in etwa 1 bis 3 Meter pro Sekunde. Hochwässer gehören zum normalen Fließgeschehen eines solchen Flusses. Mit der Schneeschmelze, die im Frühjahr beginnt, bis in den Sommer hinein, kann es so zu Hochwasser kommen. Auch durch starke Niederschlagsereignisse ist es möglich, dass immer wieder Hochwässer auftreten. Wenn wir uns ganz Europa betrachten, sehen wir, dass wir im Norden und im Westen Europas durch den Klimawandel eine Verstärkung der Hochwässer beobachten und in Süd- und Osteuropa eher eine Abschwächung. Im Donauraum befinden wir uns in einer Zone, in der mit verstärktem Auftreten von Hochwässern durch den Klimawandel zu rechnen ist. Natürlicherweise würden wir uns hier im Gebiet der Donauauen in einem Gebiet befinden, das die Hochwässer abschwächt. Wenn wir uns ins 19. Jahrhundert versetzen, wären wir in einer Aulandschaft, in einem Raum, die durch große Dynamik gekennzeichnet ist. Wir haben Altarme, wir haben Nebenarme des Flusses, es würden Sandbänke und Schotterbänke auftreten, Wälder würden entstehen und würden durch Unterspülungen und Überflutungen wieder zerstört werden. Und diese Dynamik ist es, die das natürliche Geschehen in den Auen kennzeichnet. Seit dem 19. Jahrhundert haben die Auen in Mitteleuropa eine große Umgestaltung erfahren. Der Mensch hat versucht, durch die Schiffbarmachung der großen Flüsse und durch andere Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel zur Sicherung von Siedlungen oder von Agrarlandschaften vor Hochwässern, die Auen umzugestalten. Hierzu wurden die Flüsse befestigt. Die Flussufer wurden betoniert, wurden befestigt. Es wurden dann im 20. Jahrhundert Kraftwerke errichtet, sodass die Donau im österreichischen Gebiet mittlerweile eher eine Abfolge von Stauseen ist als ein frei fließender Fluss. Lediglich im Bereich der Wachau und der Donauauen unterhalb von Wien gibt es noch größere Räume, die eine natürliche Audynamik, das heißt mit den Überschwemmungen, jedes Jahr erfahren können. Die Kraftwerksbauten hatten große Konsequenzen auch für den Fluss selber. Die Durchgängigkeit für die Fische wurde durch den Kraftwerksbau zerstört und der Gerölltransport am Grunde des Flusses wurde eingeschränkt. Bei jeder Wehranlage kommt das Geröll den Fluss nicht weiter herab und die kinetische Energie des Wassers kann sich nicht mehr an dem Transport des Gerölls abarbeiten. Das führt dazu, dass der Fluss sich eintieft. Durch den Verlust des Gerölltransports tieft die Donau sich jedes Jahr 1 bis 2 Zentimeter ein. Die Augebiete beinhalten eine reiche Flora und Fauna. Die Flora und Fauna benötigt diese Überschwemmungen. Das heißt, diese dynamischen Räume sind für den Artenschutz sehr wichtige Gebiete. Wir befinden uns hier am Biebersam in der Klosterneuburger Au. Die Klosterneuburger Au gehört zum Europaschutzgebiet Tullnerfelder Donauauen, das sich von Krems bis Wien erstreckt. Neben den Marchauen und dem Nationalpark Donauauen ist das Europaschutzgebiet Tullnerfelder Donauauen der größte gut erhaltene Auenraum in Österreich. Zurzeit ist dieser Raum von den Hochwassern teilweise abgeschnitten. Aber die natürliche Dynamik von Auen ist hier trotzdem existent und die Hochwasserretentionsfunktion, das heißt der Rückhalt gegenüber Hochwassern, funktioniert in solchen naturnahen Auen sehr gut. Altarme wie hier am Biebersam tragen dazu bei, die Hochwasserspitzen abzumildern, das Wasser zu speichern und das Wasser verzögert wieder an den Fluss zurückzugeben. Große Teile des Wassers werden gar nicht an den Fluss zurückgegeben, denn sie landen über die Verdunstung in der Atmosphäre. Das heißt, die Hochwasserspitzen, die die Gefährdung eines solchen Hochwasserereignisses ausmachen, werden durch diese Rückhaltegebiete der Auen abgemildert. Doch in unserer heutigen Landschaft fehlen diese Retentionsräume. Die Augebiete wurden in den letzten 150 Jahren stark eingeschränkt. Sie wurden, wie beschrieben, kanalisiert, zerstört, in Siedlungs- oder Ackerland umgewandelt oder forstwirtschaftlich genutzt. Doch unsere Flüsse brauchen diese Auen. Um uns vor den Hochwässern, klimawandelbedingt oder natürlich, zu schützen, ist es notwendig, Auräume auszubauen, wiederherzustellen, aber in jedem Fall vor weiteren Zugriffen zu sichern. Wir müssen den Flüssen ihren Raum wieder zurückgeben.